Ich bin Lina Rixgens. Ich habe vor, 2021 zum zweiten Mal über den Atlantik zu segeln. Das Ziel ist es, weit vorne anzukommen. Jetzt habe ich die Möglichkeit dazu mit diesem Boot. Und jetzt werde ich alles dafür geben, dass ich sehr weit vorne ankommen werde. Ich bin super froh, dass dieses Boot jetzt im Wasser ist. Taufe dich auf den Namen Wompa. Achtung! Wir haben ein ganz tolles Gespräch mit unseren Kunden geführt. Die haben gefragt, wie läuft's mit Lina? Wie läuft das Projekt? Wie kommt sie voran? Die haben alle mitgefiebert. Die Begeisterung, die dahinter steckt bei dir, ist sicher ein ganz, ganz großer Faktor. Das ist uns wichtig. So arbeiten wir auch mit unseren Kunden. Wir wollen nicht einfach nur nüchtern ein Projekt machen, wo man sagen kann, ja gut, Software installiert, irgendwas dran getan. Es ist eine seglerische Leistung, sich aber immer neue Ziele weiterzustecken. Das sind natürlich einfach tolle Geschichten, die wir sehr gerne unterstützen. Wir sind Anhänger des Segelsports. Du bist eine tolle Botschafterin des Segelsports. Du machst das mit Frauenpower. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu erzählen. We have studied really much on this boat, on the material and on the shape. We think that this boat will be faster than S-Code and also more faster than the Pogo 3, that's clear. Also das, was du machst, ist super, super speziell. Es ist halt sozusagen ein Aushängeschild für das, was machbar ist. Du bist alleine unterwegs. Das muss alles funktionieren, es muss halten, darf nichts kaputt gehen. Wir haben unterschiedlichste Ausrichtungen, aber dieser Markt, der ist total interessant und der ist im Moment sehr stark französisch dominiert und wir können das auch. Und das ist mit einer der Motivationsgründe, warum wir das machen.